Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video nähe ich mit euch eine Kosmetiktasche mit Reißverschluss. Das Täschlein in zwei Größen kommt clean und schlicht daher, hat es jedoch in sich. Im Inneren verbergen sich bis zu 4 praktische Fächer zur Aufbewahrung von Kosmetiksachen oder aber als Organizer für Handy, Schlüssel und Co. in eurer Umhängetasche. Gleich zeige ich euch alle Arbeitsschritte und nähe mit meiner neuen Yuki UX8. Das Highlight an dieser Nähmaschine ist unter anderem das große Display, an dem sich ganz bequem alle Einstellungen vornehmen lassen. Bevor es losgeht, abonniert noch meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, um immer sofort zu erfahren, wenn es hier ein neues Nähvideo gibt. Also bleibt dran! Das Schnittmuster für die Kosmetiktasche in zwei Größen bekommt ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Dort findet ihr weitere tolle Freebies für Taschen und Accessoires, die ihr euch in eurem Benutzerkonto kostenlos sichern und jederzeit herunterladen könnt. Für die Tasche benötigt ihr ein festes Material für die Außenseite, beispielsweise Baumwollcanvas, Kunstleder oder auch Kork, sowie einen einfachen Baumwollstoff für das Futter. Je nach Material und gewünschtem Stand könnt ihr eine oder beide Stoffe mit Volumenvlies und Bügeleinlage verstärken. Mein Tipp, wenn ihr einen Baumwollstoff verwendet, wascht diesen vor oder dämpft ihn einmal ordentlich vor dem Zuschnitt ab, damit er dann später, wenn ihr die Einlage aufbügelt, nicht mehr einlaufen kann. Hier habe ich mit unserem Schnittmuster die Teile für die kleine Tasche einmal vorbereitet. 2 Außenteile aus einem festen Canvas sowie die Futterteile aus einem leichten Baumwollstoff. Den Canvas habe ich auf der linken Stoffseite mit einer leichten Bügeleinlage verstärkt, den Baumwollstoff mit einem Volumenvlies. Dieses ist kleiner zugeschnitten, damit die Nähte nachher nicht zu dick werden. Dazu brauchen wir noch einen 20 cm langen, nicht teilbaren Reißverschluss mit Plastik- oder Metallzähnchen oder aber einen entsprechend zugeschnittenen Endlosreißverschluss. Hier könnt ihr die Enden mit Stoffstücken versäubern. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Nähvideo. Für die kleine Schlaufe brauchen wir außerdem Gurtband, 2 bis 3 cm breit und 9 cm lang und wenn ihr wollt, ein kleines Label. Zum Nähen kommt jetzt meine Yuki UX8 zum Einsatz. Diese habe ich hier schon startklar gemacht. Und zwar habe ich eine Universalnadel der Stärke 90 eingesetzt, hochwertiges Nähgarn eingefädelt. Hier an der Nadel geht das ganz easy mit dem Einfädler. Am Display habe ich einen Geradstich mit der Stichlänge 2,6 eingestellt und bereits eine Nähprobe durchgeführt. Falls nötig, könnte ich hier die Fadenspannung verändern. Hier sehe ich wunderbar, wie sich diese auf das Stichbild auswirkt. Weiterhin habe ich über das Display das Fußpedal so eingestellt, dass mit einem Tipp auf die kleine Taste der Fadenschneider aktiviert wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ganz nach Belieben anpassen und eine andere Funktion dafür auswählen. Somit ist jetzt alles bereit. Wir können beginnen und als erstes das Label auf eine Außenseite aufnähen. Um es an der richtigen Stelle zu platzieren, habe ich zuvor anhand des Schnittteils den Stoffbruch mit kleinen Knipsen, also Einschnitten an den Stoffkanten, markiert und die Labelposition übertragen. Hier klebe ich es mittig mit beidseitigem Klebeband, sogenanntem Wondertape, auf. Ihr könnt es natürlich an einer beliebigen anderen Stelle machen. Und jetzt wird es rundherum knappkantig aufgenäht. Ich lasse hier zu Beginn die Fäden lang stehen und beginne an der unteren Kante des Labels. Und mit dem letzten Stich ende ich genau am Nahtbeginn und ziehe hier auch wieder die Fäden lang heraus. Die Fäden ziehe ich mit einer Nadel auf die Rückseite. Und verknote sie hier mit Hilfe einer Pinzette.
Damit ist das Label fertig und wir können als nächstes den Reißverschluss vorbereiten. Hier falten wir die Bänder am Anfang und Ende so um, dass jeweils ein rechtwinkliger Abschluss entsteht. So habe ich jetzt alle Enden mit Nadeln festgesteckt und fixiere das jetzt mit kurzen Nähten an der Nähmaschine. Dafür habe ich den Reißverschlussfuß eingesetzt und nähe jetzt ganz knapp an der Kante 3 bis 4 Stiche entlang. Auf diese Weise habe ich jetzt alle 4 Bänderenden angenäht. Der vorbereitete Reißverschluss wird jetzt an dem Außenteil mit dem Label festgesteckt, wobei der Zipper auf dieser Seite ist. Ich habe an der Kante des Außenteils die Mitte markiert, ebenso am Reißverschluss und stecke diesen jetzt rechts auf rechts fest. Achtet hier darauf, dass die Abstände am Anfang und Ende exakt gleich sind, also ungefähr 1,5 cm. Und jetzt können wir den Reißverschluss annähen. Ich habe hier jetzt mal den schmalen Geradstichfuß eingesetzt. Ihr könnt auch weiterhin mit dem Reißverschluss-Nähfuß arbeiten. Der Reißverschluss wird jetzt ganz knapp mit 2 mm Nahtzugabe angenäht. So sieht der angenähte Reißverschluss aus. Überprüft noch einmal, dass der Abstand am Anfang und Ende gleich ist, denn es lohnt sich hier wirklich akkurat zu arbeiten, damit ihr ein tolles Endergebnis erhaltet. Jetzt nehme ich mein erstes Futterteil. Auch hier habe ich den Stoffbruch mit Knipsen markiert, damit ich es richtig herum rechts auf rechts auflegen kann. Jetzt drehe ich das Ganze um und nähe das Futter neben der ersten Naht mit 5 mm Nahtzugabe an. Achtet darauf, dass die Stofflagen exakt aufeinander liegen. Das könnt ihr natürlich auch mit Stecknadeln fixieren. Und nun kann ich ganz bequem mit dem Kniehebel das Nähfüßchen heben und habe beide Hände frei, um den Zipper nach hinten zu schieben. Wenn das Futterteil angenäht ist, können wir auch hier an der unteren Kante beide Lagen gleich rechts auf rechts mit 5 mm Nahtzugabe zusammennähen. Das habe ich hier schon gemacht. Nun können wir diese erste Seite einmal wenden. Und überbügeln. Ich bügele die Kanten so, dass die Naht jeweils genau im Bruch liegt. So sieht das gebügelte Taschenteil jetzt aus. Als nächstes können wir beide Kanten knappkantig absteppen. Dafür habe ich einen Kantennähfuß mit Führungsschiene eingesetzt und die Nadelposition entsprechend verstellt. So verläuft die Absteppung exakt 2 mm neben der Kante. Thank you.
Jetzt ist die erste Taschenhälfte fertig, die zweite nähen wir auf die gleiche Weise. Zuerst wird der Außenstoff rechts auf rechts an den Reißverschluss gelegt, die beiden Kanten genau bündig mit dem ersten Teil und knappkantig mit 2 mm Nahtzugabe angenäht. Dann kommt rechts auf rechts das Futterteil darüber und wird mit 0,5 cm Nahtzugabe angenäht. Ebenfalls oben und unten genau bündig. Danach werden beide Teile auf der anderen Seite mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Hierfür wird das erste Teil zur Seite geklappt. Wenn das getan ist, wird das Teil gewendet. Einmal übergebügelt und auf beiden Seiten ebenfalls knappkantig abgesteppt. Im nächsten Schritt legen wir nun beide Taschenteile aufeinander, mit den Außenseiten innen liegend, schneiden aus dem Schnittteil den inneren Bereich zum Anzeichnen des Mittelfachs aus, legen es bündig auf und zeichnen die Linie mit einem Markierstift oder Kreide an. So sieht das aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mittig eine weitere Naht anzeichnen zur zusätzlichen Unterteilung. Das messe ich hier mit meinem Handmaß aus. Wenn alle Lagen noch einmal gut mit Stecknadeln fixiert worden sind, können wir das Mittelfach nähen. Damit bei dieser Naht alle vier Stofflagen samt Volumenvlies schön gleichmäßig transportiert werden und kein Versatz entsteht, kommt der integrierte Obertransport, der sogenannte Smart Feed, zum Einsatz. Hier bei der UX8 kann ich den sogar so einstellen, dass die obere Stofflage stärker oder schwächer transportiert wird. Dies ist auch besonders hilfreich bei Quiltprojekten oder schwierigen Stoffen wie Samt. Und jetzt die Mittelnaht. Das Mittelfach ist genäht und wie ihr seht, sind alle Stofflagen weiterhin hier richtig schön bündig. Als nächstes können wir die Gurtbandschlaufe fixieren. Und zwar genau gegenüber vom Reißverschlussanfang lege ich sie hier zwischen beide Lagen auf die Außenseite auf. Die offene Kante zeigt zum Mittelfach und der Abstand zur oberen Kante beträgt 1 cm. Jetzt klappe ich das Ganze zu und nähe die Schlaufe auf dem Futterstoff mit 1 cm Abstand zur Mittelfachnaht fest. Das Ganze sieht so aus. Als nächstes nähen wir die beiden Taschenteile zusammen und arbeiten hier mit Rechts-Links-Nähten mit sogenannten französischen Nähten, damit die Innenseite schön sauber ist. Zuerst klappe ich hier jedoch das Taschenteil zur Seite und stecke es mit Nadeln fest. Jetzt falte ich das Taschenteil mittig links auf links, das Futter liegt also innen. Und hier zahlt sich jetzt die vorherige saubere Arbeit aus, denn alle vier Stofflagen kann ich hier genau bündig legen. Hier liegen die verstürzten Kanten genau aufeinander und jetzt stecke ich die Lagen zusammen.
Wenn das auf beiden Seiten getan ist, können wir sie mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammennähen. Es ist einfacher, diese Naht hier unten am Bruch zu beginnen. Und wichtig ist, dass alle Lagen von der Naht erfasst werden. Die Kanten am Ende sollten sich nicht verschieben. Beide Seiten sind geschlossen und nun können wir die Nahtzugaben noch einmal knapp kürzen, auch um Fäden abzuschneiden, damit die später nicht aus der Naht herausschauen. Mit der Schere oder dem Rollschneider wird die Nahtzugabe auf etwa 2 bis 3 mm gekürzt. Jetzt wende ich dieses erste Fach, sodass die Futterseite außen liegt. Und nutze ein Stäbchen zur Ausformung der Ecken. Ich drücke die Seite so zurecht, dass die Naht genau im Bruch liegt. Und jetzt nähen wir hier nochmal mit 7 mm Nahtzugabe die Kante ab. Ich beginne hier wieder unten am Bruch und mit dieser zweiten Naht wird also die erste Nahtzugabe verdeckt. So sieht das jetzt auf beiden Seiten aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt so lassen für eine flache Tasche oder aber ihr näht noch so wie ich die Ecken ab. Dafür ziehe ich die Ecke so auseinander, dass ein Dreieck entsteht, bei dem die Naht genau durch die Mitte verläuft. Im rechten Winkel dazu zeichne ich eine Linie an, die auf beiden Seiten jeweils 1,5 cm, also in Summe 3 cm lang ist. Bei der großen Tasche muss die Strecke insgesamt 4 cm lang sein. Dies wird an beiden Taschenecken gemacht und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze noch feststecken und dann werden die Ecken abgenäht. Beide Ecken sind abgenäht. Hier wird nichts weiter verschnitten, so bleibt das Innere schön sauber und die Ecken haben zugleich etwas Volumen und Stand. Nun können wir die erste Taschenhälfte wenden. Ich entferne hierbei die Nadeln und stülpe die Tasche jetzt so um, dass die zweite Hälfte gleich links auf links gefaltet liegt. Nun wird sie mit den gleichen Arbeitsschritten wie die erste Hälfte zusammengenäht. Also zunächst die beiden Seiten mit 0,5 cm Nahtzugabe. Dann wird diese jeweils gekürzt. Anschließend wird das Taschenteil gewendet und die Nähte noch einmal mit 0,7 cm Nahtzugabe abgenäht. Die Ecken nach Belieben wieder falten und abnähen.
Zum Schluss wieder wenden und das Ganze einmal überbügeln, dann sieht das fertige Täschlein so aus. Und ich kann euch schon mal sagen, bei dieser einen wird es garantiert nicht bleiben, denn bei diesem Täschlein besteht absolute Suchtgefahr. Und damit das Nachnähen noch einfacher von der Hand geht, hat die Yuki UX8 ein weiteres super tolles Feature. Ihr könnt nämlich über WLAN direkt auf der Nähmaschine über YouTube dieses Video anschauen und braucht also kein weiteres Handy oder Tablet. Na, was sagt ihr zu dieser Innovation? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch wie euch mein kleines Täschlein gefällt. Ansonsten lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, schnappt euch schnell das Freebie und legt los. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.